Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Pokémon-Challenge und zwar dieses Mal zu was ganz Besonderem. Denn was wir heute machen, ist wirklich Arbeit. Dieser Run hier ist richtig asozial und ich muss ganz kurz erklären, worauf ich hier hinaus möchte. Es gibt im Laufe des Spiels geschenkte Pokémon. Beispielsweise bekommt man ja den Starter geschenkt, aber auch ein paar andere Dinge, die ich hier einblenden werde. Und meine Aufgabe ist es heute, das gesamte Spiel Pokémon Platin durchzuspielen, nur mit diesen geschenkten Pokémon und das im Pazifismus. Das heißt, ich werde heute vorstellen, wie die Pazifismus-Route der vierten Generation aussieht. Und wenn ich weiß, was das bedeutet, lese ich jetzt mal bitte die Regeln durch. Und zwar funktioniert das Ganze folgendermaßen. Wir versuchen, alle Kämpfe zu skippen, die wir skippen können. Das bedeutet wirklich, dass wir nicht trainieren dürfen in irgendwelchen Wiesen oder gegen irgendwelche optionalen Random-Trainer. Das ist alles komplett verboten. Ich werde zudem oben links oder oben rechts oder so einen kleinen Counter für euch reinhauen, damit ihr quasi nachvollziehen könnt, wie viele Kämpfe wir schon gemacht haben. Und ich werde in Zukunft hier auf genau diese Route, die wir heute ermitteln werden, sehr viele starke Pokémon schicken, die halt versuchen müssen, diese ganze Route hier alleine zu schaffen. Denn heute haben wir mehr oder weniger eine Team-Challenge mit mehreren Pokémon. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein, aber die Pokémon, die wir nutzen werden, werden auch entsprechend stärker sein. Beispielsweise könnte man hier legendäre Pokémon einsetzen und so. Da sind viele, viele Experimente möglich und die Route ist mega interessant, von daher seid gespannt. Und ganz wichtig, Freunde, ich darf auch auf gar keinen Fall VM-Sklaven fangen. Und das, meine Freunde, ist richtig hart Cancer. Aber okay, Freunde, da muss ich dann durch. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Denkt auch bitte daran, dass ich mittlerweile regelmäßig live streame, ne? Nicht vergessen. Und denkt auch daran, dass ich nach wie vor sehr viele Leute habe, die meine Videos schauen, aber leider noch nicht Abonnent des Kanals sind. Von daher, es würde mich sehr freuen, wenn das quasi noch weniger werden würden. Und ansonsten, naja, würde ich sagen, starten wir direkt mal. Aber vorher noch eine kurze Info. Ich werde Doppelkämpfe, die man quasi aufsplitten kann, in zwei einzelne Kämpfe auf der Overworld als zwei Kämpfe zählen. Und Doppelkämpfe, die man halt wirklich nur als Doppelkämpfe bestreiten kann, als Einzelkampf zählen für den Counter, damit die halt nicht durcheinander kommt. Und ansonsten werde ich halt versuchen, alle Kämpfe zu umgehen, die ich umgehen kann. Deswegen seid gespannt, wie das Ganze so laufen wird. Und wir beginnen natürlich auch heute mal wieder mit der Wahl meines Starters. Und ich habe mich hier entschieden für ein Chillast. Und ich würde sagen, wenn man sich hier für Panflam oder Plimpher entscheiden sollte, wäre das ein fataler Fehler. Und ich will kurz erklären, woran das liegt. Ich würde sagen, Panflam wird es niemals schaffen, die erste Arena zu besiegen. Das ist einfach unrealistisch, weil das ist eine Bodengesteinsarena. Und selbst wenn man das packen sollte, wird später durchaus die Wasserarena von Marinos ein Albtraum werden. Und Plinfa wird vermutlich niemals die zweite Arena schaffen, weil das ist eine Pflanzenarena und dort hat Plinfa Schwäche und Sylvana ist unfassbar stark. Also wirklich, die sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen ist Chillast hier eigentlich die einzig richtige Wahl und ich würde sagen, das war auch eine sehr gute Entscheidung. Und dann geht es auch schon los so ein bisschen mit dem ersten Rivalen-Battle und das ist einfach. Und einige Leute werden jetzt sagen, man könnte hier doch verlieren. Ich meine, das wäre ja vorstellbar. Das Ding ist aber folgendes. Ich will diese Route hier später anwenden auf alle möglichen Pokémon. Wie gesagt, für Pazifismus-Runs. Und es ist möglich, hier mit Pokémon zu starten, die einfach nur Schadensattacken haben. Und dann kann es passieren, dass dieser Kampf hier nicht möglich ist zu verlieren. Und dadurch, dass diese Route hier wirklich immer gleich sein soll bei allen meinen Pazifismus-Runs, habe ich diesen Sieg hier sozusagen erlaubt. Und ich würde sagen, das ist auch sinnvoll, damit diese Route hier einfach einheitlich bleibt. Wie auch immer. Was man ja auch beachten sollte, ist diesen Kampf hier so oft neu zu starten, bis man halt einfach ein Wesen bekommt, was nicht minus Angriff ist, ja? Ein minus Angriffswesen auf den physischen Angriff ist hier fatal. Weil man braucht den physischen Angriff und wenn der gesenkt ist, könnte dieser Run hier praktisch unmöglich sein. Und diese Wesensresets hier wird man auf jeden Fall nicht bereuen. Und ich hatte hier sogar ein positives Angriffswesen, das bedeutet in diesem Fall frech und das hat mich doch sehr gefreut, aber ich musste dafür einige Male resetten. Und dann durfte ich mein Pokémon auch schon benennen und ich habe es dieses Mal Tanze genannt, nach einer Zuschauerin namens Konstanze, das ist quasi ihr Spitzname. Und ja, ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter dem oben angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und ganz wichtig, Freunde, nachdem man sein Pokémon hier benannt hat, bekommt man die TM für Rückkehr. Und das ist unfassbar wichtig für alle kommenden Pazifismus-Runs. Bei Rückkehr kann fast jedes Pokémon lernen. Und wenn man sich die Mühe machen sollte, seinem Pokémon Zuneigung zu geben, indem man beispielsweise auf der Overworld ganz lange auf und abläuft, dann ist es theoretisch hier schon möglich, Rückkehr dem Pokémon beizubringen
und es kann dann schon eine Basisstärke von 102 haben. Das ist natürlich absolut broken und das habe ich hier nicht sofort gemacht und werde ich auch nie sofort machen, aber das sorgt dafür, dass ich halt im Early Game eine starke Normalattacke haben kann, auf gefühlt jedem Pokémon, wenn ich das mal brauchen sollte. Und es ist für diese Pazifismus-Runs durchaus schon mal eine sehr stabile Basis, sagen wir es so. Und danach folgte auch schon so ein bisschen die erste richtige Trainingsphase auf der ersten richtigen Route. Und generell gilt hier immer bei solchen Runs, jeder Kampf, der Pflicht ist, ist kostbar. Man freut sich jedes Mal darüber, XP mitnehmen zu dürfen, weil optionale XP muss man ja einfach komplett liegen lassen, außer in Form von Sonderbonbons. Und so viele bekommt man davon nicht in solchen Runs, also jeder Pflichtkampf ist hier absolut Gold wert. Und was man sich ja auch schon holen kann, ist es halt im Flinkklaue vor dem ersten richtigen Rivalenkampf. Und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, weil naja, manchmal Pokémon outspeeden zu können, wird für diesen Run hier eine große Rolle spielen, weil wir einfach nicht überleveln dürfen. Und dann fing es auch schon an mit dem ersten richtigen Rivalenbattle und dieser Kampf hier ist leider fast unmöglich. Ich weiß Leute, das klingt mega absurd, weil dieser Kampf hier normalerweise geschenkt ist, aber hier auf jeden Fall nicht. Wir haben einfach bisher noch nicht mal einen Step-Move und selbst wenn wir den hätten, würde der leider nichts bringen. Denn die einzigen beiden Pokémon von meinem Rivalen sind hier Staralili und Panflam. Und die resistieren beide Pflanze. Chillas ist trotzdem auf jeden Fall hier, das beste Starter-Pokémon, was man auswählen kann. Aber das ist schon mal ein sehr frustrierender Start für Chillas, also da muss man leider durch. Und das Staralili spammt hier die ganze Zeit einfach Heuler. Und das bedeutet Tackle. Mein einziger Angriff, den ich hier zu Beginn habe, macht immer und immer weniger Schaden. Und auch wenn ich hier nach Staralili Absorber lerne, bringt mir das fast gar nichts. Es ist wirklich ein furchtbarer Kampf. Es kann aber passieren, dass hier tatsächlich das Panflam komplett bescheuert nur auf Silberblick geht und nie Schaden macht. Die Chance dafür ist allerdings unfassbar gering. Ich habe hier fast eine Stunde gesessen an diesem sinnlosen Fight gegen zwei Pokémon, die so schlecht gelevelt sind. Das kann aber passieren bei solchen Runs hier, da musste ich leider durch. Aber mein finaler Versuch war schon extrem lucky. Und tatsächlich war es auch schon mit den Pflichtkämpfen vor der ersten Arena. Das bedeutet, man hätte jetzt antreten müssen mit beispielsweise Panflam auf Level 10. Und das hätte Panflam auf gar keinen Fall geschafft, weil, naja, Fight ist dafür einfach zu stark, sagen wir es so. Aber mit Chillas, dachte ich mir, habe ich vielleicht eine kleine Chance. Ich habe ja Absorber. Man sollte hier aber eine Sache unbedingt bedenken, und zwar kommt später von Fight das Cognodon. Und dieses Cognodon hat einen unfassbar heftigen physischen Angriffsstat. Das bedeutet, wenn dieses Pokémon mich vollwertig angreifen kann, bin ich tot auf Level 10. Ich muss also zwangsweise einige Male Panzerschutz-Setupen, um dagegen gewappnet zu sein. Eine weitere Sache, die ein Panflam beispielsweise nicht hätte machen können. Und nachdem ich hier dieses Setup rausgebracht habe mit Panzerschutz, kann ich einfach Absorber spammen, den kleinen Stern der Onyx, um einfach mich wieder voll zu healen und dann stehe ich da mit gefestigter Verteidigung vor Cognodon mit sehr viel Leben und kann gegebenenfalls dann gewinnen. Wenn ich aber einmal gekrittet werden sollte, ist der Kampf sofort verloren. Und wenn irgendwas anderes beispielsweise nicht nach Plan läuft, wenn ich zum Beispiel beim Setupen sterben sollte, ist der Kampf auch gelaufen. Es ist also selbst mit diesem Starter hier nicht wirklich einfach und ich würde sagen, mit Panflam wäre das Ganze gar nicht vorstellbar gewesen. Wenn man den Kampf allerdings mit Chillas schaffen sollte, erlernt man dann einfach nach Cognodon die Attacke Rasierblatt und das ist ein physischer Step-Move, der sich schon mal echt sehen lassen kann, also das ist ein sehr schönes Upgrade und das hätte ich gerne gehabt vor Cognodon, aber leider war mir das nicht vergönnt. Und danach beginnt auch schon die Team Galactic Story in Jubelstadt und man muss hier einen Doppelkampf machen, zusammen mit Lucia. Und Gott sei Dank nimmt sie einem hier keine XP weg oder so, das ist vollkommen irrelevant. Man kann diesen Kampf hier einfach ganz normal spielen und bekommt alle XP auf sein Chillas, wie man es haben möchte und kann zufrieden sein. Auf jeden Fall ein simpler Kampf, aber er ist Pflicht. Und danach ist eine Sache ganz so wichtig und zwar muss man hier leider dem Chillas Zertrümmerer beibringen, denn man hat keine andere Wahl. Es ist unmöglich vorher ein anderes geschenktes Pokémon zu bekommen und das bedeutet, Chillas muss diese Attacke hier jetzt einfach mal, naja, erlernen und auch behalten bis Fleetburg, also bis kurz vor der sechsten Arena, weil es gibt vorher einfach keinen Attackenverlerner. Und ich weiß, es ist bitter, aber damit müssen wir leben. Und danach kommen halt einfach einige Pflichtkämpfe mal wieder gegen Team Galactic bei dieser ganzen Nebenstory in Flori. Und das ist schon mal ganz cool, weil hier kann man einfach sich nochmal so ein bisschen Erfahrungspunkte holen. Aber dann kommt eine Sache, die nicht mehr so witzig ist, und zwar der Pflichtkampf gegen Mars.
Und Commander Mars ist hier einfach nur komplett zum Kotzen. Und ich kann mir vorstellen, ehrlich gesagt, dass hier unfassbar viele Pazifismus-Runs scheitern werden. Und zwar kläglich. Und ich will kurz erklären, woran das hier liegt. Die gute Commander Mars hat hier leider, zunächst mal ein Zubat, mit Toxin. Und das ist schon mal ein sehr, sehr furchtbarer Start. Wenn Toxin hier rausgelegt wird, kann man eigentlich immer aufgeben, also dann ist der Kampf hier verloren. Und danach kommt einfach ein Schnurrgast, was unfassbar stark ist. Und ich mache diesem Pokémon auf meinem kleinen Devil hier auch leider überhaupt gar keinen Schaden. Es gibt also eigentlich nur eine Lösung. Und zwar muss man hier einfach eine halbe Ewigkeit in Flori auf- und ablaufen, um Zuneigung aufzubauen für die Attacke Rückkehr. Es geht wirklich nicht anders. Ich habe alles versucht, Commander Mars ist einfach ansonsten gefühlt unbesiegbar. Klar, diese Zuneigung aufzubauen per Schritte in der Overworld dauert eine Ewigkeit. Aber glaubt mir, das macht 20 mal mehr Spaß, als eine Milliarde Versuche gegen Commander Mars zu starten, wo man immer wieder an Toxin scheitert. Wenn man einfach so wenig Schaden macht gegen beispielsweise auch Zubat, als dass man das Pokémon halt schnell besiegen könnte, sodass es wenig Chancen hat, das Toxin rauszulegen. Wenn man allerdings mal diese krasse Zuneigung aufgebaut hat nach einer Ewigkeit, ist dieser Kampf hier schaffbar. Auf gar keinen Fall geschenkt, aber schaffbar. Und das ist eine gute Sache. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass man hier so früh vom Professor die Attacke Rückkehr bekommt als TM. Weil wenn das nicht der Fall wäre, wäre ich hier verzweifelt. Wenn man den Kampf aber schaffen sollte, lernt man hier die Attacke Fluch. Und das ist eine Boost-Attacke, die leider die Init senkt, aber den physischen Angriff steigert und die physische Verteidigung. Diese Attacke wird noch sehr wertvoll werden. Und tatsächlich kommt es dann auch schon zur Entwicklung. Weil es gibt hier einen weiteren Pflicht-Doppelkampf im Wald, den man nicht vermeiden kann. Und wenn man dann halt einfach ein weiteres Level-Up bekommt, kann sich die Last entwickeln zu Sheltorain. Und das ist schon mal ein gutes Upgrade auf halt einfach die Basiswerte. So eine Entwicklung ist immer ganz praktisch. Und dadurch, dass Sheltorain auch noch ein reines Pflanzen-Pokémon ist, habe ich hier noch keine Mal-4-Schwäche gegen Eis, was erstmal eine gute Sache ist, aber das wird später noch deutlich mehr relevant werden, als man vielleicht glauben würde. Vorher kommen allerdings noch ein paar Pflichtkämpfe im Wald und dann später auch in der ersten Arena, die man nicht skippen kann. Und das ist gut so, weil man braucht diese Erfahrungspunkte später für Sylvana. Es ist sehr angenehm, dass man hier einfach noch ein bisschen leveln kann. Man muss auch diese Kämpfe hier machen in der Arena, weil sonst diese, Zeigeruhr in der Mitte der Arena sich nicht weiter dreht und dann kann man Sylvana nicht erreichen. Also diese Kämpfe hier sind auf jeden Fall Pflicht. Aber Sylvana selber war auf jeden Fall ein Angstgegner, weil ich wusste, dass sie eigentlich in jedem Run ein riesiges Problem ist, selbst wenn ich hier normal leveln kann, weil die einfach für eine zweite Arena-Leiterin schon sehr, sehr asozial aufgestellt ist. Sie hat insgesamt 3 Pokémon. Und zwar hat sie hier ein Chillast, ebenfalls. Sie hat ein Roserade, hier bereits. Und sie hat ein Kinoso, was sie halt über Chillast in die Sonnenform transformieren kann, wenn Chillast Sonnentag einsetzen sollte, was passieren kann. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf. Aber mit meinem Setup hier, also mit meinem Moveset, habe ich hier eine ganz gute Chance, indem ich einfach Fluch setuppe. Weil Rasierblatt beispielsweise von Chillast ist physisch. Das nutze ich ja selber gerne. Und das bedeutet, mein Verteidigungssetup hier über halt einfach Fluch ist auch nützlich. Nicht nur das Angriffssetup. Aber ganz wichtig, meine Init sinkt auch dadurch. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist auch zu beachten. Und deswegen ist hier die Flinkklaue umso besser. Die Flinkklaue ist hier sogar wirklich ein sehr, sehr wichtiges Item, weil es hat hier einige Male geprockt sogar. Roserade beispielsweise hat mich hier paralysieren können, aber dann habe ich es einfach outspeedet über die Flinkklaue und es besiegen können sehr schnell. Und dann habe ich hier mitten im Kampf die Attacke Biss gelernt, die später für die dritte Arena sehr wichtig werden wird. Und dann kam noch Kinoso rein und auch das konnte ich einmal outspeeden über Flinkklaue. Also das Item ist schon sehr, sehr nützlich. Aber wenn ich hier beispielsweise angetreten wäre mit Plinthar, dann gute Nacht. Das hätte ich nicht gewinnen können, auf gar keinen Fall. Da glaube ich wirklich nicht dran. Was mich jetzt aber wirklich komplett angekotzt hat, war folgendes. Und zwar muss man hier leider Zerschneider lernen. Einfach so vor dem Team Galaktik-Gebäude in ewig genau. Man hat keine andere Wahl. Und es ist unmöglich vorher, irgendwelche anderen geschenkten Pokémon zu bekommen, die halt einfach, Zerschneider mir abnehmen könnten. Das bedeutet, ich muss jetzt einfach so einen zweiten nutzlosen VM-Move auf mein Sheltorain packen, den ich erst verlernen kann, kurz vor der 6. Arena in Fleetburg. Und ja, Freunde, das ist wirklich schlimm. Aber hey, ich habe keine andere Wahl.
Und übrigens, Freunde, Plinfer beispielsweise hätte hier nicht mehr Zertrümmerer lernen können. Also, bei Plinfer wäre schon deutlich früher Schluss gewesen. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Wie auch immer, dann ging's weiter in den Galaktik-Gebäude und hier gibt es sogar nur einen Pflichtkampf und zwar mal wieder gegen einen Commander. Aber der ist natürlich deutlich, deutlich einfacher als Commander Mars. Das wisst ihr ja schon von meinen Runs, also dieser Kampf hier ist normalerweise kein allzu großes Problem. Aber ich würde ihn auch auf gar keinen Fall unterschätzen. Eine Sache ist hier ganz doll wichtig. Man braucht hier das maximale Setup von halt einfach Fluch direkt beim Zubat. Das ist wirklich entscheidend. Klar, das kann auch etwas gefährlicher werden, als es einem lieb ist, aber man möchte hier auf gar keinen Fall gegen Skuntank dastehen ohne Setup. Weil das ist wirklich fatal. Wenn man allerdings diesen Hinweis beachten sollte, sollte man diesen Kampf hier normalerweise fast immer gewinnen. Also, das ist recht konstant möglich und dieser Kampf hier ist, wie gesagt, bedeutend einfacher als der gegen Commander Mars, der früher kommt im Spiel. Und wenn man den Kampf geschafft haben sollte, bekommt man sogar endlich mal ein Pokémon geschenkt und zwar ein Togepi-Ei von Cynthia. Und das muss man leider erstmal ausbrüten, was eine Weile dauert, aber glaubt mir, Freunde, dieses eine Togepi hier auf Level 1 wird deutlich, deutlich entscheidender, als ihr es euch vorstellt. Also, man darf das auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich habe dieses Pokémon hier einige Male sogar nutzen können und es war sogar ziemlich wichtig für diesen ganzen Run. Und tatsächlich ist der nächste Pflichttrainer dann erst dieser Wanderer hier. Und das bedeutet, man kann einfach vor der dritten Arena quasi gar nicht mehr trainieren. Und es ist kein allzu tolles Anzeichen, weil die Arena von Lamina ist generell eigentlich in vielen Runs gar nicht mal so simpel, also die sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Es gibt hier ein massives Problem und zwar kann ihr Zwielicht leider die Attacke ihr Licht. Und das kann mich verbrennen. Und wenn das passieren sollte, machen meine physischen Angriffe keinen Schaden mehr und ich fresse jede Runde Schaden. Das bedeutet, wenn ich halt wirklich verbrannt werden sollte, kann ich aufgeben. Und ich habe es hier leider vergessen, vor halt einfach, naja, diese Arena Phragia-Bären zu holen. Und wenn man die vergessen haben sollte, kommt man nie wieder zurück. Man muss also leider das Ganze dann einfach ohne schaffen. Ich musste also leider hier in den sauren Apfel beißen und diesen Kampf hier so lange resetten, bis mal ein Run kam, wo ich halt einfach kein Irrlicht gefressen habe und dann konnte ich hier ganz gut halt einfach kämpfen über Biss. Es ist immerhin eine sehr effektive Attacke. Wenn man allerdings vorher Biss verlernt haben sollte, für halt einfach irgendwelche anderen Moves, wie halt beispielsweise den Zerschneider oder so, wird man das hier bitter bereuen und kann seinen Run an dem Punkt an den Nagel hängen. Also das solltet ihr auf jeden Fall bedenken, den Biss braucht man hier, weil ohne den wäre die Arena praktisch unmöglich. Weil Rückkehr beispielsweise wäre ja hier vollkommen nutzlos gewesen gegen sämtliche Geister-Pokémon, also das wäre keine Option gewesen. Was man in Herzhofen allerdings auch machen muss, ist halt einfach ein weiteres Rivalen-Battle. Und da war es jetzt natürlich sehr schade, dass ich einfach Rückkehr nicht mehr habe, weil die Attacke Biss nicht so stark ist gegen den Rivalen. Also das Ganze ist schon benutzbar und man kann es auch pushen, aber es ist nicht ideal. Mein ursprünglicher Plan war hier zunächst mal Togepi einzuwechseln, also damit zu starten gegen Staravia, um es erstmal vorzuschwächen, damit das Setup später mit Sheltrain etwas leichter geht, weil ich wusste, dass Staravia gerne Doppelteam spammt. Aber wenn Staravia merkt, okay, ich kann meinen Gegner one-shotten, wird das Doppelteam leider niemals einsetzen. Das bedeutet, naja, diese Taktik hier ist fehlgeschlagen, aber es war auch gar nicht so wichtig. Man hat hier logischerweise eine Menge Zeit, wenn Staravia dann Doppelteam setupt, gegen Sheltrain Fluch zu setupen selber. Und dann ist man stark genug eigentlich für das gesamte Team, obwohl man da durchaus ein bisschen Schaden einstecken muss. Ich habe hier aber sogar einen großen Fehler gemacht. Und zwar habe ich nach diesem Kampf hier durch ein weiteres Level-Up die Attacke Megasauger gelernt. Und das war dämlich. Ich dachte mir, es wäre clever hier, einfach einen weiteren Step-Move zu haben, der mich heilen kann. Ist ja eigentlich erstmal recht plausibel, aber man kann die Attacke nicht pushen über Fluch. Und es wird gleich ein Matchup kommen, was halt so einfach nicht schaffbar ist. Denn jetzt kommen quasi auf den nächsten Routen wieder so ein paar einzelne Pflichtkämpfe, denen man sich nicht entziehen kann. Und es gibt hier einen Doppelkampf, den man aufsplitten kann in zwei Einzelkämpfe. Und der untere Trainer davon hat leider einen Drift-Zeppeli, Zerpech gehabt. Drift-Zeppeli ist ein Geistflug-Pokémon. Das ist immun gegen Zerschneider und Zertrümmerer und resistiert Megasauger, eine Attacke, die ich nicht mehr pushen kann. Drift-Zeppeli ist so faktisch unbesiegbar. Richtig, richtig schlimm. Und deswegen musste ich hier die Attacke Kugelsaat lernen, um weiterzukommen. Hätte ich hier nicht Kugelsaat gehabt, hätte ich meinen Run aufgeben müssen. Ich will noch mal kurz so ein bisschen euch ins Gedächtnis rufen, wie leicht man hier Fehler machen kann bei so einer Pazifismusroute. Vor allem, wenn man die quasi blind spielt, beziehungsweise noch nicht weiß, welche Kämpfe überhaupt Pflicht sein werden.
Und das hat mich wirklich hier sehr stark alt aussehen lassen, aber okay, über Kugelsaat habe ich dann Out gefunden, weil die Attacke kann ich pushen und ich habe Step darauf. Und gegen das erste Pokémon von dem Trainer kann man auch ganz gut setupen, von daher ist das dann kein Problem mehr. Ich hatte jetzt aber auch die Möglichkeit, mir ein Evoli zu holen und es ist ein weiteres geschenktes Pokémon, was sehr, sehr essentiell wird für den gesamten Run. Sowohl für die Kämpfe, als auch einfach für die VMs. Weil ich werde dieses Pokémon später weiterentwickeln zu einem Aquana, der bitte Surfer lernen kann und auch Kaskade. Und was man sich auch noch holen kann, ist ein Porygon, aber das bringt leider für diesen Run hier herzlich wenig. Das ist einfach ein weiteres, naja, Angriffs-Pokémon, sag ich mal, ohne wirklich interessante Status-Attacken, die gegnerische Pokémon schwächen könnten und deswegen wird dieses Pokémon hier so gut wie nie zum Einsatz kommen. Und dann kommt auch schon die Kampfarena und hier gibt es einen weiteren Pflichtkampf, den ich halt nicht skippen konnte. Und der ist ziemlich einfach und dann geht es weiter direkt mit Hilda. Und bei Hilda werde ich jetzt mal so ein bisschen präsentieren, wie meine Taktik aussehen wird für den gesamten restlichen Run. Weil die drei Pokémon Togepi, naja Aquana mittlerweile und auch Sheltorain arbeiten jetzt wirklich perfekt zusammen. Und zwar kann man folgendes tun. Man kann Togepi hier einfach die Flinkklaue geben. Und dann kann dieses Pokémon zu 20% den Gegner outspeeden und hat einfach seinen physischen Angriff um 2 Stufen senken. Und dann kommt mein Aquana rein und kann die ganze Zeit Sandwirbel spammen, sodass der Gegner nicht mehr trifft. Und dadurch, dass der physische Angriff des gegnerischen Pokémon, in diesem Fall der Mediti, gesenkt ist, bekommt Aquana auch nur noch sehr wenig Schaden. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Und damit ist Mediti so krass halt einfach behindert worden in seiner Strategie, dass Sheltorain reinkommen kann und so viel setupen kann, wie es möchte. Das ist wirklich einfach nur ideal. Und wie gesagt, Freunde, die Attacke Fluch pusht ihr auch mal wieder. Meine physische Verteidigung. Ich werde jetzt nicht jedes Mal dieses Setup hier lang und breit besprechen, weil es einfach was immer dasselbe ist, aber ich werde diese Strategie jetzt wirklich oft anwenden, weil sonst diverse Kämpfe im Spiel einfach ein großes Problem werden würden, aber ihr werdet merken, was ich damit meine. Wenn man dieses Setup allerdings mal draußen haben sollte, ist der Rest des Kampfes natürlich nicht mehr allzu schwer, denn man hat einfach gegen alles hier eine Antwort. Die Kampf-Pokémon, die sie dann noch hat, sind einfach keine wirkliche Bedrohung mehr. Und man hat sogar theoretisch jetzt Zertrümmerer gegen halt das Stahl-Pokémon. Da kann man schon was machen und selbst Lucario ist deswegen keine große Herausforderung. Und ich denke, ich war auch etwas zu greedy hier mit meinen Setups, also ich hätte mir nicht so viel Damage erlauben müssen. Und bevor es dann weitergeht Richtung Weideburg, gibt es zwei weitere Pflichtkämpfe, die man machen muss. Und hier kann man auch nochmal ein bisschen leveln bzw. ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Die Kämpfe in Weideburg sind aber gar nicht mal so interessant, muss ich sagen. Es gibt zunächst mal hier ein Rivalen-Battle und das kann man easy gewinnen über die Attacke Rückkehr, die man sich wiederholen kann, immer halt einfach Friedhofsturm, die man halt unter Trostur erreichen kann. Und da kann man sich einfach so pazifistisch ohne Probleme nochmal die TM holen für Rückkehr. Und dann ist dieser Kampf hier easy gewinnbar über halt einfach die Aquana-Strategie. Und die restlichen Kämpfe, die ich hier gerade einblende, sind dann einfach Pflichtkämpfe in der Arena von Weideburg, also in der Arena von Marinus. Und hier habe ich größtenteils Typenvorteil, also das ist geschenkt und ich kann hier noch ein bisschen leveln, was sehr angenehm war. Und dann kam auch schon der Kampf gegen Marinus und hier ist eine Sache sehr wichtig und zwar, darf man sein Pokémon hier noch nicht entwickelt haben. Es wäre theoretisch möglich, Sheltorain auf Level 32 zu Shelterra weiterzuentwickeln, aber das wäre gar nicht mal so eine clevere Entscheidung. Denn Shelterra ist leider ein Pflanze-Boden-Pokémon und hat deswegen eine Mal-4-Schwäche gegen Eis. Und der gute Wellenbrecher Marinus hat eine Eisattacke auf sein Buellin. Das wäre nicht allzu toll. Und der erste Zyros-Kampf, der bald kommen wird, da gibt es auch Probleme mit Eisattacken. Das heißt, es macht keinen Sinn hier, das Shelterrain so früh zu entwickeln. Man kann nämlich den guten Marinus hier auch ohne Probleme besiegen mit Shelterrain, indem man hier einfach so mal wieder das gute alte Setup rauskramt, mit Aquana, Togepi und Sheltorain, um ein krasses Setup rauszubekommen. Und dann ist es auch kein großes Problem mehr, Buellin zu besiegen und halt das Morlord. Also der Kampf hier ist gut gewinnbar und das auch sogar mit Rückkehr. Ich musste hier nicht mal beispielsweise meine Pflanzenattacke mehr wiederholen. Das wäre auch ziemlich minus gewesen. Und danach kommt eine weitere Grinding-Session mit 6 weiteren Pflichtkämpfen auf einigen Routen und halt einfach, naja, einigen Kämpfen gegen Team Galactic inklusive einem Fight gegen Zyros. Wie gesagt, Freunde, er hatte bereits Eisattacken auf Sam Sneebel. Es wäre also wirklich bitter, hier bereits Shelterra zu haben. Das wäre gar nicht mal so toll. Ich kann hier Folgendes empfehlen. Man sollte zunächst mal wieder mit Aquana leaden. Und dann sollte man einfach, wenn Aquana Kreideschrei abbekommen sollte beispielsweise, zu Porygon auswechseln und das opfern. Und dann versuchen einfach weitere, naja, Sandwirbel auf Sneebel drauf zu bekommen. Das wäre ideal.
Und was man auch probieren sollte, sind einfach Decreases über halt Togepi, weil es gibt keinen Grund, das nicht zumindest zu versuchen. Und dann kann Shelter Rain mal wieder ein großes Setup rausbekommen und langsam sweepen. Das Problem ist hier folgendes. Wenn hier Sneeble einfach nicht gesenkt ist in seiner Genauigkeit, kann es beispielsweise ganz oft Kreideschrei spammen oder effektive Attacken und mir wirklich zusetzen. Und das ist sehr, sehr bitter. Und Aquana beispielsweise ist ja jetzt auch krass unterlevelt, also es ist gar nicht mehr so einfach, damit überhaupt noch ein Setup rauszubekommen. Aber man will halt, dass alle XP zu Shelter Rain gehen, alles andere wäre Selbstmord auf lange Sicht. Und deswegen muss man hier leider durch. Wenn man allerdings mal das Setup draußen haben sollte, ist der Kampf geschenkt. Aber das ist ein Satz, den wir heute noch einige Male hören werden, weil das Setup rauszubekommen ist für gewöhnlich hier mit die größte Gefahr. Doch die restlichen beiden Pokémon von Cyrus sind dann keine so große Gefahr mehr, weil das ist nur noch ein Golbat und ein Kamurx und die können einfach nicht so viel ausrichten, zumal ich sogar Glück hatte mit der Flinkklaue stellenweise. Nach dem Kampf allerdings habe ich wirklich krass Angst bekommen und zwar war es plötzlich nicht mehr möglich zurückzukommen nach Jubelstadt, um halt einfach weiterzumachen Richtung Fleetburg. Weil es gibt auf dem Weg dahin leider, auf dem Rückweg, Pflichtkämpfe bzw. optionale Kämpfe, die ich hätte umgehen können, wenn ich hier bereits einfach ein Flug-Pokémon gehabt hätte. Und ja, dieses Flug-Pokémon ist Togetic. Und es ist möglich, wenn man hier Togepi einfach noch keine XP gegeben hat, aufgrund eines Missplays, über ein Sonderbonbon dann doch noch ein Togetic zu erzeugen, um halt einfach, naja, aus der Misere herausfliegen zu können. Hätte ich hier kein Sonderbonbon zur Verfügung gehabt, beziehungsweise, naja, wären Sonderbonbons verboten für diese Challenge hier, hätte ich an diesem Punkt mal wieder aufgeben müssen. Es ist wirklich schlimm, wie viel man hier falsch machen kann, aber okay. Natürlich muss man auch Surfer irgendwie beibringen und das kann halt hier Aquana lernen. Und ja, die Attacke wird im Kampf nicht wirklich nützlich sein für den Run, aber auf der Overworld braucht man logischerweise Surfer, wenn man das Spiel sonst nicht durchspielen kann. Und aus diesem Grund muss man sich ja auch in Aquana machen, man hat gar keine andere Wahl. Eine Sache ist jetzt aber ganz doll wichtig und zwar können wir jetzt endlich mal in Fleetburg die VM-Attacken verlernen auf Shelterra. Und ich kann mir jetzt Rasierblatt wiederholen und die Attacke Synthese, die mich heilen kann. Wirklich sehr, sehr praktische Attacken. Und wenn ich doch mal meine VMs wiederhaben möchte, kann ich die beispielsweise umverteilen auf meinen anderen Pokémon oder einfach, wenn es nicht gehen sollte, Shelterra, naja, kurz mal Zerschneider geben, um irgendwas zu zerschneiden und es dann wieder verlernen lassen. Also ich bin jetzt etwas flexibler und habe jetzt einfach mal ein volles Moveset. Das ist wirklich sehr angenehm. Und damit musste ich jetzt antreten bei meinem nächsten Rivalenkampf in Fleetburg. Und ich hatte Respekt davor, weil ich wusste, der hat einfach gefühlt auf jedem Pokémon Aeroass. Und das ist eine Flugattacke, auf die es der Raptor beispielsweise sogar Step hat. Und gegen die habe ich Schwäche. Das ist einfach nicht wirklich angenehm. Und Aquana zum Beispiel kann jetzt einfach fast gar kein Setup mehr rausbekommen, weil dieses Pokémon so verdammt schwach ist. Es ist einfach nicht mehr gut gelevelt. Und ich kann es ja wie gesagt nicht wirklich mitziehen, also das Ganze wäre ein großes Missplay gewesen. Und dementsprechend musste ich einfach vertrauen so ein bisschen auf meine Synthese. Und das ist ein bisschen belastend, weil wenn der Gegner auch nur einmal kritten sollte, bin ich logischerweise ganz schnell mal tot. Und wer es bereits weiß, der freut sich jetzt, aber ich erkläre es trotzdem nochmal für alle. Es war so, in den ersten paar Pokémon-Editionen, dass die KI einfach eine deutlich erhöhte, naja, Crit-Chance hat, das heißt, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich hier, totgekrittet zu werden. Das war zwar in der vierten Generation nicht mal so schlimm wie beispielsweise in der ersten, aber immer noch nicht gerade angenehm. Und wie gesagt, Freunde, man muss hier aufpassen, weil die anderen Pokémon vom Rivalen können auch fast alle Aeroass. Es ist wirklich ein interessanter Kampf, aber okay, wenn man dieses Setup hier komplett rausbekommen sollte, ist der auf jeden Fall gewinnbar. Man merkt aber so langsam, wie nutzlos so langsam die anderen Teammitglieder werden, wenn ich halt nicht beispielsweise unfassbares Glück habe. Und das wird sich später im Run noch sehr, sehr krass rächen, leider. Vorher kommt jetzt aber noch die Stahlarena von Adam und hier gibt es mal wieder sehr, sehr viele Pflichtkämpfe. Und eine Sache ist jetzt wirklich sehr wichtig und zwar darf man nicht vergessen, Shelterra hier die Attacke Erdbeben beizubringen. Weil das ist ein physischer Step-Move vom Typ Boden, den ich auch pushen kann. Und ja, der hat 100er Base, der ist logischerweise sehr praktisch. Und zwei Pokémon von Adam haben sogar eine Mal-4-Schwäche gegen Boden, also idealer geht's eigentlich gar nicht. Und man kann sich diese Attacke hier holen, pazifistisch, in einer geheimen Höhle unter halt einfach dem Fahrradweg. Das ist machbar und das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, weil die Attacke hier mehr als nur Gold wert ist. Und dann sollte man diesen Kampf hier auch ganz gut gewinnen können. Nach all diesen Pflichtkämpfen hat man logischerweise auch noch ein bisschen XP bekommen, was auch gut ist.
Und ja, Magneton ist One-Shot, kein Ding. Stalos ist logischerweise ein Pokémon, vor dem man Angst haben sollte, weil es eine sehr, sehr krasse physische Verteidigung hat. Und auch wenn es Schwäche hat, nicht so viel Schaden einsteckt, aber auch das kann man beispielsweise über die restlichen Pokémon ein wenig vorschwächen, in seiner Genauigkeit etc. Und dann sollte man es hinbekommen, eigentlich mit Shelterra über Erdbeben früher oder später zu finishen. Und das Voltorus, dazu sage ich gar nichts, es hat mal 4 Schwäche. Und es ist logischerweise sehr schnell besiegt. Danach kam allerdings was sehr Überraschendes, und zwar kam dann so ein bisschen die gesamte Seen-Side-Story von Team Galactic. Und dort muss man leider gegen halt einfach Golbats kämpfen. Und ich werde jetzt mal exemplarisch den Kampf einblenden, gegen halt einfach einen Commander, um euch zu zeigen, was man gegen Golbat machen kann, mit dem derzeitigen Moveset von dann einfach Shelterra. Denn man hat leider dagegen überhaupt gar kein Out. Und man kann auch wenig dagegen tun. Es gibt aber einen Trick, und zwar ist dieser Trick so ein bisschen, das Porygon einzusetzen. Weil es ist möglich, über dieses noch halbwegs sinnvoll gelevelte Porygon mit Psycho-Attacken das Golbat zu schwächen und es dann später rauszunehmen, weil man einfach dem Pokémon dann nicht mehr so viel Schaden machen muss über Shelterra. Und man kann logischerweise Golbat über Rasierblatt fast gar nicht verletzen, es resistiert die Attacke 4-fach und es ist sogar immun gegen Erdbeben, also dieses Matchup hier ist sehr, sehr grausam. Aber wenn man dieses Pokémon geschwächt haben sollte, über Porygon, ist es hier nicht Pflicht, sein Pokémon-Moveset einfach auf Shelterra irgendwie nervig zu verändern. Man kann mit diesem Ideal-Moveset hier somit weiterspielen und das ist wirklich sehr, sehr angenehm und es hat mich sehr gefreut. Und man kann diesen Trick hier anwenden, sowohl auf Saturn als auch auf Mars und das ist wirklich cool. Und nach 3 weiteren Pflichtkämpfen geht es dann weiter in der Blitzsach-Arena von Frieda. Und was soll ich sagen, Freunde? Das ist eine Eisarena und ich habe jetzt endgültig mal 4 Schwäche gegen Eisattacken und kann dagegen nichts unternehmen. Diese Arena hier ist ein einziger Albtraum und die ist fast schon unmöglich, wenn man hier nicht einfach 2 Attacken lernt, die sehr wichtig sind. Und zwar zunächst mal Knirscher gegen halt ihr Frostege, das ist wirklich sehr elementar. Und zum anderen die Attacke Schwertanz, die man sich kaufen kann, in halt einfach der Spielhalle. Und das lohnt sich, weil diese Attacke hier büßt Gott sei Dank keine Init ein, kann aber tatsächlich den physischen Angriff um 2 Stufen steigern. Klar die Verteidigung nicht, das ist schade drum, aber es ist trotzdem gut genug und ein Upgrade, was man hier definitiv mitnehmen muss. Also das Ganze ist wirklich nicht mehr debattierbar, man braucht diese Attacke jetzt. Aber in der Arena von Frieda gibt es tatsächlich keinen einzigen Pflichtkampf, also das kann man pazifistisch schaffen und deswegen bekommt man leider vor Frieda auch nicht mehr so viele XP. Und der Kampf gegen Frieda ist wirklich zum Kotzen, also ich kann es nicht anders ausdrücken. Man muss es hier zunächst mal schaffen, irgendwie über Ronja, also über das Aquana in diesem Fall, ein Sandwirbelset daraus zu bekommen. Die Chance dazu ist extrem gering. Und man kann hier leider auf gar keinen Fall die Flinklaue packen auf Aquana. Das darf man nicht. Und woran das liegt, das werde ich gleich erklären, aber es geht nun mal nicht. Das bedeutet, man muss hier Finte tanken über Range und dann Glück haben, dass einfach ein Sandwirbel reicht, um hier eine große Sandwirbel-Chain rauszukriegen. Und dann muss man es schaffen, im Idealfall noch, irgendwie Charm rauszukriegen über Togetic. Und dann kommt Shelterra rein und spammt erstmal Schwertanz. Und man braucht hier leider wirklich alle 3 Schwertänze. Und die hier konstant rauszukriegen, ist einfach nur Pain. Ich habe hier gelitten in der Arena für eine ganze, ganze Weile. Und dann kommt Lex Blizzard rein, nach dem One-Shot von Sneebel. Und es One-Shot über Knirscher, aber auch nur, weil ich plus 6 bin auf plus 4, hätte das nicht funktioniert tatsächlich. Und gegen Frostege brauche ich die Flinklaue, das bedeutet, zu 80% Freunde, habe ich hier instant verloren. Weil wegen der Fähigkeit von Rex Blizzard hagelt es hier safe und deswegen trifft halt der Blizzard von Frostege immer safe und es wird diese Attacke jedes Mal einsetzen gegen Shelterra und es wird mich immer outspeeden. Wenn ich also die Flinklaue nicht blocken kann, bin ich hier einfach sofort tot in einem One-Shot, zu 100% ohne Ausnahmen. Und ja, Keifel ist dann kein Problem mehr, aber du musst erstmal so ein RNG haben. Ein Run, wo du wirklich hier gegen Sneebel setupen kannst und wo dann auch noch die Flinklaue prockt. Ich habe wirklich Ewigkeiten gesessen, aber irgendwann konnte ich dann einmal siegen und ich war sehr, sehr glücklich. Nach der Eisarena kommt dann das gesamte Finale der Team Galactic-Story. Und es ist tatsächlich eine ganze Menge und es gibt hier sehr viele Pflichtkämpfe, die ich jetzt nacheinander einblenden werde. Aber eine Sache will ich hier kurz erwähnen und zwar, der zweite Zyrus-Fight wird jetzt nicht hier ausführlich besprochen. Das macht keinen Sinn. Denn der dritte Zyrus-Fight in der Zerrwelt kommt quasi kurz danach und der ist einfach dasselbe, in deutlich schwieriger. Es macht also keinen Sinn, jetzt hier beide durchzukauen. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt hier etwas ausführlicher auf den dritten Fight beziehen
und kurz erklären, wie man den quasi bewältigen kann. Aber glaubt mir, Freunde, das Ganze ist ein Albtraum. Und ja, bevor man den dritten Cyrus-Fight erreichen kann, braucht man ein Moveset von Shelterra leider. Die Attacke Kraxler, eine weitere VM, mit der man den Berg erklimmen kann, also den, naja, Berg, auf dem die Speersäule ist, führt halt einfach das Finale von der Team Galactic-Story. Man hat hier keine Wahl und muss deswegen mal wieder mit Shelterra kämpfen, mit einer VM. Und das ist absolut nicht schön. Und der finale Kampf gegen Cyrus ist hier absolut unmöglich in meinen Augen, ohne folgende beiden Attacken. Und zwar braucht man hier Steinhagel und Steinpolitur. Und ich will kurz erklären, woran das liegt. Cyrus hat hier 5 Pokémon. Und zwar Hundemon, Sneebuna, Kramchef, X-Bart und Garados. Und die haben alle 5 Schwäche Gestein. Und das ist wirklich wichtig. Weil, naja, das kann Shelterra halt lernen in Form von Steinhagel. Und das kann man sogar pushen über Schwertanz. Das ist kein Problem. Das Ding ist nur, fast alle Pokémon von Cyrus sind auch schnell. Und wenn ich hier permanent outspeedet werde von beispielsweise, naja, so einem ekelhaften Sneebuna, bin ich tot, das Ding hat Eisattacken, das darf nicht passieren. Und deswegen brauche ich Steinpolitur, um mich damit einfach schneller machen zu können. Aber in der Praxis ist dieser Kampf hier unfassbar furchtbar, weil mein Aquana, was hier so ein bisschen dafür sorgen soll, dass ich mein Setup rauskriege, einfach nichts mehr aushält. Das Hundemon, gegen das ich hier Sandwirbel setupen möchte, ist Level 45. Aquana ist Level 20, das kann fast nicht funktionieren, aber es ist nur praktisch unmöglich, in der Theorie ist es schaffbar. Und wenn man es schaffen sollte, hier ein krasses Sandwirbel-Setup rauszubekommen, gegen halt einfach Hundemon, dann kann man es schaffen, einige Male Steinpolitur und gegebenenfalls Schwertanz zu setupen, um den Rest des Teams einfach zu sweepen, wenn man dann einfach alles outspeeden und one-shotten kann. Der Haken dabei ist nur so ein bisschen. Naja, es gibt Prio-Attacken bei Cyrus, die können noch gefährlich werden. Und was auch nicht schön ist, ist leider folgende Tatsache. Steinhagel kann missen. Und zwar häufig. Wenn man es also irgendwann geschafft haben sollte, nach endlos vielen Versuchen, irgendwann mal das Setup rauszubekommen und dann scheitern sollte an einem Miss von Steinhagel, wird man weinen. Und das ist mir mehrere Male passiert. Wirklich zum Kotzen dieser Kampf hier, aber theoretisch ist er schaffbar. Aber ohne Steinpolitur hätte ich den Run hier mal wieder aufgeben können. Ich meine das ernst. Was heute allerdings nicht als Kampf zählt, ist der Kampf gegen Giratina in der Zerrwelt. Und das liegt an folgendem Grund. Man kann hier einfach so fliehen bzw. das Pokémon einfach eiskalt einfangen mit einer Meisterball. Ist ja kein Problem. Und deswegen werde ich dieses Pokémon hier einfach als wilden Encounter. Weil das hier ist kein Kampf, den man bewältigen muss, indem man irgendwie das Pokémon besiegt und dann XP bekommt. Das ist nicht notwendig und das gilt auch für jeden Run, den ich hier machen werde in der Pazifismusroute und deswegen wird dieses Pokémon hier nicht als Pflichtkampf angesehen. Habe ich ja bei meinem Gen 1 Run in der Pazifismusroute von Rot und Blau auch so gemacht, dass ich dort das Relaxo einfach so, naja, nicht bekämpft habe quasi und das ist hier mehr oder weniger identisch. Und dann ging es auch schon los so ein bisschen Richtung Sonneweg für halt einfach die Elektro-Arena und ich werde hier einfach mal alle Pflichtkämpfe einblenden, die bis dahin stattfinden, also auch in der Arena drin. Und da gibt es tatsächlich mal wieder einige, was ich mir logischerweise wieder geholt habe vom Attackenlerner. In Weideburg ist die Attacke Erdbeben. Und damit ist natürlich der Kampf gegen Volkner so ein bisschen besiegelt. Ich meine, was zur Hölle soll der machen gegen Erdbeben? Ich werde den Kampf hier nicht beeinblenden, weil ganz ehrlich, der wurde einfach komplett überrannt und kann gegen Erdbeben überhaupt gar nichts tun. Ich habe sogar Step darauf. Und das führt mich jetzt auch schon zur finalen Grinding-Session, und zwar die in der Siegestraße und der Route davor. Und ja, hier kann man durchaus mal wieder einige XP mitnehmen, aber das war's jetzt auch. Abseits von Sonderbonbons kann ich jetzt einfach gar nicht mehr leveln und jetzt kommen nur noch Bosskämpfe in der Pokémon-Liga. Und ich hatte wirklich großen Respekt davor, weil ich wusste, wie schlimm die Matchups bisher waren. Und dass Cynthia beispielsweise in der Pazifismus-Route nicht gerade geschenkt sein wird, das war mir klar. Und mein größter Hoffnungsträger war hier mit Abstand mal wieder die Attacke Steinpolitur. Weil ich damit einfach alles outspeeden kann. Und wenn ich schneller bin als alles und dann eventuell noch Schwertänze rausbekomme, kann ich ja eventuell jedes Pokémon im Spiel besiegen, über einen One-Shot oder Two-Shot oder so. Das war hier meine große Hoffnung und deswegen bin ich hier angetreten, ohne Sonderbonbons zu konsumieren. Das Problem ist nur, bevor man hier die Liga wirklich betreten kann, muss man zunächst mal ein weiteres Mal gegen Rivalen antreten. Und das ist halt ein weiterer Bosskampf, den ich jetzt erstmal bewältigen muss, bevor ich hier überhaupt starten kann. Und meine Taktik war hier folgende. Ich bin zunächst mal reingegangen hier mit Togetic und habe auf die Flinkklaue gehofft für halt einfach einmal Charm. Und damit habe ich so ein bisschen provoziert, dass der Raptor einfach auswechselt über Kehrtwende.
Und in der Zeit konnte ich mich so ein bisschen setupen über Steinpolitur, habe dann Hits getankt von, naja, dem Skaraborn, was dann reinkam, um halt Schwertern zu setupen. Und dann konnte ich über Steinhagel große Teile seines Teams mehr oder weniger, naja, zerstören, weil die einfach schwäche Gestein haben. Generell ist Gestein hier ein wirklich sehr guter offensiver Typ für das gesamte restliche Playthrough. Also Gestein ist schon wirklich nicht zu unterschätzen, zumal ich die Attacke, wie gesagt, sogar boosten kann, über halt einfach meinen Schwertanz. Und als zweite Attacke habe ich mir hier die Attacke Rasierblatt ausgesucht und diese Attacke ist halt einfach Pflanze, ich habe also Step darauf und sie ist deutlich besser als Holzhammer. Denn Holzhammer, der auch physisch wäre und mehr Schaden hätte, macht leider sehr viel Recoil-Damage und das kann ich mir leider nicht leisten, weil mein Pokémon auf Dauer sehr fragil sein kann, nachdem ich hier so viel Setup durchgebracht habe. Es macht also keinen Sinn, hier auf Holzhammer zu gehen. Rasierblatt ist deutlich besser und auf jeden Fall auch ein guter Pick für die Pokémon-Liga. Und der erste Kampf der Liga ist tatsächlich ziemlich stumpf, und zwar der Kampf gegen Herbaro. Und es ist halt einfach ein Käfertrainer mit mehreren Käferflug-Pokémon. Die haben eine Mal-4-Schwäche gegen meinen Steinhagel. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Man muss aber hier bedenken, wie man dieses ganze Setup überhaupt rausbekommt, und das geht hier folgendermaßen. Man muss hoffen, gegen Janmega einfach Glück zu haben. Man muss hoffen, dass man trotz den Doppelteams von Janmega es trotzdem trifft, wenn man es möchte, um es schnell rauszunehmen dann, nachdem das Setup erstmal gelungen ist. Und dann kann man theoretisch den Rest des Teams sehr gut sweepen über halt einfach ganz, ganz viele Steinhagel. Ich würde sagen, Herbaro ist hier mit Abstand der leichteste von den Top 4, aber man muss auch ein bisschen aufpassen. Weil wenn man Janmega eventuell nicht mehr treffen sollte, hat man einfach gelitten. Das ist mir hier sogar einmal passiert, aber gut, das ist halt einfach schlechtes RNG. Der Rest des Teams allerdings sollte dann keine große Bedrohung mehr sein, weil einfach so ein krass geboostetes Schalterra auf Level 60 durchaus ein bisschen was reißen kann. Also man muss festhalten, das Level, was ich hier hatte, war gar nicht mal so übel tatsächlich, obwohl ich hier pazifistisch gespielt habe. Aber ich habe ja auch, wie gesagt, dafür gesorgt, dass Schalterra einfach alle XP bekommt, die es bekommen konnte. Also da war ich schon sehr penibel. Danach kam dann der Kampf gegen Theresa und hier bin ich logischerweise im Typenvorteil, weil die hat ein Bodenteam. Und ihr erstes Pokémon ist sogar ein Velsa mit Mal-4-Schwäche gegen Pflanze, also besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Das Problem ist nur so ein bisschen, dass ihr zweites Pokémon ein Scorgro ist mit der Attacke Eiszahn und ich habe nach wie vor eine Mal-4-Schwäche und kann dieses Pokémon nicht konstant one-shotten, das war nicht so ganz machbar. Das ist natürlich ärgerlich, weil somit starte ich schon so ein bisschen beim zweiten Pokémon mit extremen Damage im roten Bereich, aber der Rest ihres Teams kann einfach nicht mehr so viel. So Pokémon wie Geowatz oder wie Hornior können hier noch nicht irgendwie eine gute Robustheit haben oder so, diese Fähigkeit gab es in dieser Form hier noch nicht tatsächlich und die haben auch mal 4-Schwäche, also ich komme hier sehr gut klar. Und selbst später das Hippodoros kann mich alleine dann auch nicht mehr besiegen, also Theresa sollte auch sehr gut machbar sein, wenn er das Gorgo einfach nicht crittet. Ignaz allerdings ist eine lustige Geschichte und zwar hatte ich hier eigentlich folgenden Plan. Ich wollte zunächst mal mit Ronja, also mit Aquana, Sandwirbel einsetzen und dann wollte ich halt einfach ein Setup aufbauen gegen Hundemon durch reines RNG, indem ich hoffe, dass Hundemon teilweise einfach nicht trifft. Und das Ganze hat wirklich eine Ewigkeit gedauert, bis es mal funktioniert hat, aber gut, dann hat es geklappt. Aber dann habe ich halt folgendes festgestellt und zwar kann ich jedes Pokémon von Ignaz problemlos one-shotten über Steinhagel. Das ist gar kein Problem, bis auf Panferno. Und dieses Pokémon setzt dann Flammenblitz ein und tötet mich. Stirbt aber selber am Recoil. Und dadurch, dass ich halt mittlerweile schon so weit im Spiel bin, kann ich es mir sogar leisten, diese XP hier mal nicht mitzunehmen. Und deswegen gewinne ich hier mehr oder weniger über ein Unentschieden. Dachte ich zumindest. Und zwar hatten wir so einmal gewonnen, aber dann ist uns aufgefallen im Livestream, verdammt, wir haben keine Beleber gekauft. Das bedeutet, ich musste die ersten beiden Kämpfe der Liga neu machen und dann nochmal Ignazio herausfordern, nochmal dieses Setup hier rausbekommen und habe dann wieder vor Panferno gestanden. Und was ist dann passiert? Panferno hatte einfach die lächerlichste Low Range seines Lebens und konnte mich nicht killen. Und ich habe sogar noch diese letzten paar XP aus Panferno rausgeleacht über reines RNG. Das war schon mega witzig, weil eigentlich war ich hier bereit, Pschaterra zu opfern für diesen Kampf, aber gut, das war tatsächlich im finalen Run nicht mal notwendig. Und das nur, weil ich die Beleber vergessen hatte. Der Kampf gegen den Psychotrainer ist aber mindestens genauso nervig, und zwar der leider ein verdammtes Bronzong. Man kann festhalten, das Setup ist hier deutlich einfacher als bei Ignaz. Weil sein erstes Pokémon ist hier ein Pantimos, und das setzt sehr gerne erstmal langwierig irgendwelche Schilde auf, die mir ziemlich hart egal sein können, also die kann ich fast schon ignorieren,
weil ich booste mich so sehr, dass sie normalerweise keine so große Rolle spielen. Und so lange halten die ja auch nicht, wenn ich erstmal mir ganz viel Zeit lasse bei Pantimos. Also das ist vollkommen okay. Also das Setup rausbekommen, das geht recht konstant. Aber das Bronzong muss ich leider critten. Wenn ich das nicht critten sollte, verliere ich meistens. Also dann habe ich eigentlich nur wenig Siegeschance. Flinches beispielsweise wäre möglich oder irgendwelche anderen Dinge, aber irgendwie hatte ich nie Glück. Ich musste hier wirklich hoffen auf einen Crit und der ist dann irgendwann mal passiert. Und dann ist dieser Kampf hier auch sehr gut gewinnbar, aber dieses RNG braucht man halt einfach. Und das ist nervig, weil man jedes Mal wieder für diese 6% Chance ein gigantisches Setup aufbauen muss und das zieht sich eine ganze Weile. Doch dann kam der finale Kampf gegen Cynthia und ihr wisst alle, wie stark Cynthia sein kann. Sie ist wahrscheinlich der stärkste Champ aller Zeiten und ich hatte wirklich Angst, hier mit einem Starter-Pokémon auf dem Mindestlevel anzutreten. Aber okay, Freunde, ich habe ja im Zweifel immer noch Aquana. Und dieses Pokémon war hier der absolute MVP, denn ohne Aquana hätte ich den Kampf hier nicht mal bestreiten können. Keine Chance. Ich musste hier einfach hoffen, mit Aquana irgendwie ein Setup rauszubekommen. Das ist fast unmöglich. Ich habe hier Ewigkeiten gesessen. Wir reden hier über Stunden. Ich hatte mega viel Pech, weil dieses Setup einfach nicht durchging. Und das Problem ist folgendes. Wenn dieses Setup hier irgendwann mal stehen sollte und ich kann mit dem Sandwirbel dann irgendwie Steinpolitura aufbauen und Schwerttänze und so weiter, dann ist es halt immer noch möglich, dass ich beim Kampf gegen Togekiss und Co., was halt Cynthia ja auch noch hat, einfach choke und Steinhagel misse. Und wenn das passieren sollte, bin ich ganz schnell tot. Das ist mega bitter. Und wir hatten hier sogar einmal den Fall, ich weiß nicht wie es geht, dass Knackrack meinen plus 6 Angriff überlebt hat, mit einem KP um mich umgebracht hat. Auch das ist vorgekommen, denn Knackrack kann leider Flammenwurf. Milotic beispielsweise, keine Eisattacke, auch ganz doll witzig, Kappa. Und ja, deswegen muss man leider damit leben, dass fast jedes Pokémon eine Killattacke gegen einen hat. Und Lucario zum Beispiel kann ich nicht mehr vernünftig angreifen, weil dieses Pokémon resistiert einfach alles, was ich besitze. Der Kampf ist wirklich mega furchtbar. Und jedes Mal wieder dieses ganze Setup aufzubauen, was fast unmöglich ist, für einen Versuch auf dieses random Steinhagel-RNG, war unfassbar frustrierend. Aber okay, wenn wirklich alle Planeten des Sonnensystems in einer Linie stehen, kann man theoretisch diesen Kampf hier gewinnen ohne Miss und dann Champ werden. Auf gerade einmal Level 65. Ich muss wirklich sagen, diese Challenge hier war was ganz Besonderes. Es gab hier so viele Momente, wo ich fast aufgegeben hätte, weil es einfach nur eine ganz schmale Lösung noch gab, um mich irgendwie rauszuwinden, aber es hat immer irgendwie geklappt. Aber jetzt kommt so ein bisschen die Pointe, und zwar hatte ich ja die ganze Zeit parallel Sonderbonbons gesammelt, falls ich sie mal brauchen sollte. Und ich hatte hier insgesamt noch 20 Sonderbonbons übrig. Okay, es waren nur 19, weil ich habe hier eins Togepi geben müssen, aber theoretisch gäbe es für diese Pazifismusroute noch 20 optionale Sonderbonbons, die man alle pazifistisch holen kann. Und das ist interessant. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ich benutze Sonderbonbons hier nur als letzte Option, ähnlich wie auch Doppelteam. Aber das sorgt dafür, dass hier in der vierten Generation unfassbar viele krasse, spannende Pazifismus-Runs möglich sein werden. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Sonderbonbons gewisse Pokémon brauchen und ob gewisse Pokémon diese Route hier überhaupt schaffen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade so Sachen wie die Arena von Sylvana oder auch der frühe Kampf gegen Commander Mars und auch so Dinge wie der Giovanni-Fight einige Pokémon behindern können. Und Cynthia ist natürlich jedes Mal ein sehr cooles Boss-Battle. Aber was soll's, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie sich die kommenden Pokémon so schlagen werden. Und das erste Pokémon, was wir hier auf diese Route schicken werden, ist Giratina. Denn ich dachte mir, mit dem Cavaligi zu starten, hätte irgendwie was. Deswegen seid schon mal gespannt, es kommt dann die Tage online und ihr könnt mir sehr gerne weitere Pokémon vorschlagen, die ich auch mal auf diese Route schicken soll. Ich würde sagen, gerade weil halt die vierte Generation so viele Legis auch bekommen hat, gibt es da viele spannende Möglichkeiten und ich bin wirklich interessiert daran, auch welche alten Pokémon vielleicht diese Route schaffen könnten. Es gibt auf jeden Fall sehr viel Potenzial für die Route. Wie auch immer. Ihr wisst Bescheid, Freunde, denkt auch bitte, dass ich mittlerweile regelmäßig live streame, das mache ich sehr gerne, also schaut gerne vorbei auf Twitch. Und lasst auch gerne hier ein Abo da, würde mich sehr unterstützen. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, bei 40.000 Abos kommt auch mal wieder das nächste Abo-Special, deswegen seid schon mal gespannt, was da so kommen wird. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind, deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor.
und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates, deswegen schaut da mal rein. Bis bald, tschüss.